In Österreich, Tschechien und Polen gibt es doch gerade ein massives Hochwasser. Wie man jetzt hier sehen kann in Amstetten, steigt die Donau auch immer weiter an. Aber auch in anderen Regionen in Österreich haben sie mit einem steigenden Pegel der Flüsse zu kämpfen. Also wie nicht nur hier in Amstetten, sondern auch in den anderen Regionen gibt es dann doch nach jetzigem Stand ein massives Hochwasser. Die Flüsse, die steigen aktuell immer weiter. Acker werden auch überflutet. Aber viel schlimmer sind dann doch dort die Überschwemmungen. Das Wasser, wie gesagt, steigt immer weiter. Das kann man jetzt hier auch sehen, wie in Polen, wo der Wasserpegel immer weiter steigt. Ein ganzer Sportplatz wurde zum Beispiel hier geflutet. In Unterschlesien wurde auch der Katastrophenalarm ausgerufen. Aber nicht nur hier war es so schlimm, sondern auch etwas weiter Richtung Tschechien gab es dann doch heftige Überflutungen oder gibt es immer noch heftiges Hochwasser und der Pegel wird durch den anhaltenden Regen auch noch weiter steigen, auch durch andere Risiken ist das dann verbunden, dass hier ganze Ortschaften weggespült werden könnten. Also das Hochwasser, das spielt dann doch eine entscheidende Rolle, vor allem für den Katastrophenalarm. Und das war hier erst der Anfang und die Pegel sind weiter gestiegen. Wassermassen fluteten ganze Ortschaften und sie fließen immer noch weiter durch die Ortschaften hindurch. Also sehr, sehr heftig, was da aktuell los ist in unseren Nachbarländern. Und das wird auch noch in den nächsten Tagen uns in den Nachrichten begleiten mit diesen wirklich sehr, sehr heftigen Themen, die uns da zum Thema Hochwasser begleiten werden. Hier zum Beispiel fließt dieser Fluss mit einer unfassbaren Geschwindigkeit durch die Ortschaft hindurch, ist mittlerweile auch noch deutlich weiter angestiegen und bringt deutlich höheres Wasser jetzt noch mit sich, ist sogar schon über die Ufer getreten. Also auch jetzt in den nächsten Tagen werden wir es weiterhin mit diesen sehr, sehr katastrophalen Nachrichten zu tun haben. Nicht nur diese katastrophalen Nachrichten sind ein Thema, sondern auch auf den Alpen gibt es doch einen sehr, sehr heftigen Wintereinbruch mit wohl sehr, sehr viel Schnee und einem mega Schneechaos. Das war's mit der Doku, wir sehen uns dann im Video wieder.